Meine jetzige Laufbahn ist vielleicht etwas unüblich für eine universitäre wissenschaftliche Laufbahn. Ich habe nämlich zunächst in Innsbruck das Diplomstudium des italienischen Rechts absolviert und eine Übersetzer-Dolmetscher-Ausbildung und bin nach Beendigung dieser Studien nach Südtirol zurückgekehrt in den Landesdienst, wo ich im Bereich der Europa-Angelegenheiten lange gearbeitet habe. Und von dort aus bin ich aber wieder an die Universität zurück als Assistentin im Bereich wiederum des italienischen Rechts, im Bereich des Verfassungsrechts und des Autonomierechts mit Professor Roland Ritz gemeinsam und habe also sozusagen nach fast 8 Jahren Berufstätigkeit in der Verwaltung eine Unilaufbahn begonnen. Das hat mir sicherlich sehr viele Vorteile für die wissenschaftliche Arbeit gebracht, auch das Arbeiten an der Universität, weil ich die Erfahrung aus der Praxis mitgenommen habe. Was braucht die Praxis? Wo hat sie oft Probleme? Wo könnte sie eben mehr universitären, wissenschaftlichen Einfluss, Input gebrauchen? Meine Laufbahn oder meine Vergangenheit in Brüssel bestand darin, dass ich gleich im ersten Jahr meiner Beamtentätigkeit nach Brüssel kam als Praktikantin der Europäischen Kommission im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und dort über ein Jahr geblieben bin, auch um die erste Konferenz der Regionen in Europa zum Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu organisieren, dass ich danach das Land Südtirol sozusagen immer regelmäßig vertreten habe, bis nicht Südtirol selber im Rahmen der Handelskammer Bozen eine Art Vertretung eröffnet hat. Also die Kontakte mit Brüssel blieben dann und sind auch weitergeführt worden, weil ich dann die Assistentin des Mitglieds des Ausschusses der Regionen, Landeshauptmann Durnwalder, für die erste Legislaturperiode war.